Wieso zum Fick bin ich hier gespawnt? Das... Hä? Das macht null Sinn. Wieso bin ich hier gespawnt? Hä? Komm schon. Ja, ist gut. Okay, das, wieso zum Geier bin ich da hinten gespawnt? Die sind aber noch tot, oder? Nee. Ach nee, Quatsch. Ich hab's ja gar nicht. Ich hab die noch gar nicht in den letzten Part. Richtig, ich erinnere mich, ich habe direkt nach dem Boss ausgemacht. Aber warum habe ich mich dann nach da hinten teleportiert und nicht zum Leuchtfeuer? So, weg mit dir. Noch eine Kapuze. So, dieses Mal nicht durchsprinten, wir wollen ja ein Rufsymbol mitnehmen. Das ist ein NPC in Welt. Ein hochkompetenter NPC in Welt, wie es aussieht. Krieg ich jetzt irgendeinen Loot? Ja, scheiß Fliege. Immer noch scheiße heiß übrigens. Weil normalerweise droppen NPC-Invades doch irgendwas. Nee? Da unten auch nix? Nee. Schade. So. Gut, die Berufssymbole sind dann wahrscheinlich erst ganz vorne bei der Bosstür. Typ von der Seite mit Messer. Nicht vergessen. So. Diesmal lassen wir keinen aus. Ich will nicht, dass mich irgendjemand nervt. Und damit meine ich keiner. So. Brandfall mit einer Parry-Animation gedodged. Könntest du bitte keine... Das war close. Diese Kackfliege! Jetzt noch ein regulärer Invade. Ist die Frage von wo. Ja, selber schuld. Glut ist direkt vorm Nebel anmachen. Interessanter Spell. Du hast kein Mana mehr, Freundchen. Ach komm schon, das hat gerade so gelangt vom Schaden. Bestenfalls. Ugh. Aber
Aber es war eine interessante Pyromantie, was die hatte. Schade, dass der Spellwechsel nicht beim ersten Mal drücken getriggert hat. Ansonsten wäre der Spell nämlich noch rechtzeitig gechannelt worden. Das ist der Bullshit wieder. Meine Herren, gehen mir diese Gegner auf den Sack. Ich hab Meisters bekommen. Cool. Von wo kam der jetzt her? Sollte ich erst nach vorne triggern eigentlich? Ah, mir soll's recht sein. Bin ich den schon mal los? So, du nervst mich schon mal nicht. Ne, da springe ich nicht runter. Ah, hat nochmal geschossen. Okay, also, den haben wir. Jetzt du. Den ich aus irgendeinem Grund nicht anvisieren konnte. Aber sei es drum, hat ja keinen Schaden gemacht. Eins, zwei... 3, 4. Trigger der Armbrustschütze da hinten? Nee. Ah, fuck, keine Ausdauer. Hab mich einmal zu oft zugeschlagen. So, jetzt noch du. Trigger da oben noch einer? Nein, gut, dann jetzt aber. So, dann komm mal, Terra. Und dann killen wir den Säckel. Mit dem Winken-Emote kann man lustiges Zeug machen, wie es aussieht. Aqua sollte mich aufs Dodgen konzentrieren. Der wird ein Terra das Feld überlassen. Wer hat jetzt Aggro? Anscheinend sie. Ach komm schon. Wer kriegt gut Schaden davon? Und ja, man kann ihn parryen. Wie vermutet. Oh, ich bin im Angriff gedodged. Ich bin beeindruckt. Duh. Hat sie es bitte wieder aggro? Danke. Oh, fuck. Verreck ich wieder an diesen Bullshit-Moves von dem Typen. Mann, ich hasse diesen Boss. Wobei der Boss selbst nur das mittlere Problem ist. Das große Problem ist, ist das Kackset von dem Boss kombiniert mit der schlechten Engine. Weil eben war es wieder der Input-Buffer, der mich gefickt hat und nicht der Boss selber. So,
So, danke. Macht diesen Move am Anfang, da habe ich kein Problem mit euch. Wieso zu viel an diesen Boss am Anfang immer zu machen? Und damit zu verfehlen, meinte ich. Der kann diese Kackfliege jetzt mal abhauen. Das ist das immer. Ich kann den Sommer. Ich weiß nicht, warum Leute den Sommer. Was man am Sommer gut finden soll. Es ist heiß ohne Ende. Es gibt überall diese nervigen Insekten. Es ist viel zu lange hell. Trotzdem tun wir alles, als ob der Sommer was Tolles wäre. Aus irgendeinem Grund. Ich meine mal ganz im Ernst. Wie soll es der Sommer mit dem Winter aufnehmen können? Im Winter hast du meistens eher bewölktere Tage, ohne dass es dabei regnet. Das heißt, du hast ein angenehmes Dämmerungslicht so etwa. Nee, nicht Dämmerung, so. Ja, so bewölkt halt. Es ist angenehm kühl. Wenn es dir doch zu kalt sein sollte, machst halt die Heizung an, weil gegen Kälte kann man im Gegensatz zu Hitze was machen. Also ja, Winter GG. Nein. So fangen wir gar nicht erst an, Freundchen. Estus-Flakon, danke. Auch wenn die Menge der Estus-Ladung bei diesem Boss nicht das Problem ist. Ist ja ein ernsthaft Schwertmeister genannt? Na, wenigstens hat er auch ein Schwert. Aber das ist ein NPC. Das sieht nach einem NPC aus. Boah, die Boss ist ein NPC. Woran das wohl liegt? Eigentlich lieber ein Spielerphantom gehabt. Na, versuchen wir es mal. Okay, also erstmal dodgen, bis der NPC Aggro hat. Was hat denn der scheiß Delay-Move? Und mitten in der Kombo die Akku gewechselt. Genau. Ich glaube auch. Ich habe weiterhin Akku, aber er kriegt das mit der Distanz irgendwie nicht ganz richtig hin. Lol, falscher Knopf. Das ist der Typ, dessen Hollow wir vorm Feuermannschein gekillt haben, ne? Der NPC. Okay, ich wechsle wieder genau jetzt die Aggro. Aber es war wenigstens ein Move, der nicht so viel Schaden macht und der NPC jetzt hier mal heilen können. Also gerade gut so gesehen. Mach ihn nicht auf mich, bitte. Ach, er macht den Move gar nicht. Wieso mache ich das jetzt? Das war nicht so clever. Oh, er kombot wieder. Klar, dem NPC ist ja genug Zeit zum Heilen, logisch. Hörst du mal auf, immer genau dann zu dort einen Ausfallschritt zu machen, wenn ich gerade schieße? Nein, hört er nicht. Und NPC tot. Und ich bin auch tot. Ich bin gedodged. Hey, noch eine neue Combo. Warum auch mal aufhören mit dem Scheiß? Ich hasse diesen Boss einfach, weil du raten musst, wann du agieren kannst.
kein einheitliches Muster. Das ist so lächerlich. Und deswegen wollte ich eigentlich ein Spielerphantom haben und kein NPC-Phantom. So, und nochmal durch den ganzen Scheißdreck. So, danke. So gibt's kein Problem mit euch. Ach ja, ich wollte was gucken. Beim Schneiden vom Let's Play ist mir eine Idee gekommen. Die eine Methode, die erklären könnte, warum ich die Seele nicht mehr habe. Nämlich, indem ich mir den Spell bereits geholt habe und das vergessen habe. Ich habe 49 Indie. Lol. Wann habe ich denn ja gleich den Spell? So, jetzt wieder alles durchhauen. Anwesend war mal wieder zu viel verlangt. Also, bevor der Schlag schon daneben ging. Danach hat er ein bisschen auf einmal. Komisch, ne? Das ist mit dem Schild, ja. Braucht keiner. Also doch, braucht schon jemand. Ich. Aber bei mir bringt's auch was, im Gegensatz zu euch. So, jetzt du. Zwei Glut habe ich noch, wenn ich richtig gerecht zählt habe. Ja. Gut. Dann gehen wir dieses Mal überhaupt kein Risiko ein. Das ist gleich weben, oder? So, Terra, versuchen wir es nochmal. Warte, ich kann nur noch ein Phantom haben? Nee, drum, hab ich schon gewundert. Hallo, anvisieren? Danke. Wenigstens der Anfangsmove ist immer gleich. Hui, was war der denn für ein Move? Ist das von der Waffe, dieser Blitzschlag gewesen gerade? Er hat einen coolen Helm. Okay, geh nicht auf mich. Alles gut. Ja, sie hätten gerade treffen können. Ich hab halt keine Mana. So, aufladen wieder. Aber gut, dass ich keinen Akku ziehe gerade irgendwie. Ich hab's sagen müssen. Macht ihr mal, ne? Bis ihr wieder Akku habt. Wer hat jetzt Akku, ich oder er? Das weiß ich nicht mal richtig. Er wirkt selber verwirrt. So. Meine Herren, was ein Kackboss. So, Bonfire. Wo geht's hier jetzt hin? Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich jetzt rauskomme. Weil im Ursprungs bitten sie jetzt zum Firelink-Shrine. Fliege lands aber auch nicht. Es ist hier so dunkel. Also keine Sonne offensichtlich. Aber auch keine Sterne irgendwie. Es ist einfach nur Kuhnacht. Oh, hier ist ein Geheimweg.
Wo führt denn mich der hin? Schicken wir irgendwas auf die Rübe? Nee, sieht nicht so aus. Aber irgendjemand mit einer Rüstung ist da oben. Wofür gibt's diesen Weg? So, was ist da oben? Lothric-Ritter? Lothric-Steroid-Ritter? Nee, Silber-Ritter. Oder ist das ein Schwarzritter? Das ist ein Schwarzritter! Ich cancel meinen Schlag nochmal. Okay, Schwarzritter. Warum nicht? Ich hätte zum Feierling schreien sollen. Kann ich dich anvisieren? Ohne dass du mich bemerkst? Kann ich. Na dann, bumm. Das war ein Fehler, oder? Nee, hat doch geklappt. Na gut. Nimmt man doch. So, okay, jetzt gab mir aus irgendeinem Grund Black Knights rum. Da ist der Firelink Shrine. Also, das Gebäude zumindest. Da ging es weiter zum Schwertmeister. Da ist sonst was. Guck mal hier mal rein. Okay. Fragment des gewundenen Schwertes. Ach, aber Hauptsache, die hockt noch da. Well, fancy that. A lost lamb wandereth in, with nary a peep from the bell. Hä? Well, thou shouldst my purpose know. What can this old handmaid provide thee? Ich hab die Glocke geläutet, laber keinen Scheiß, ja? Oh, Glutgepär. Jo, die hat einfach mal das Artorias-Set. GG. Und ein Gebetsring, okay. 935. Best not tag. Ich trag. Wow, das Sartorius ist ja sogar noch schlechter als die Blechrüstung. Aber auch ein bisschen leichter. Wo zum Geier bin ich hier? Schmiedehammer. Das war doch meine Lieblingswaffe aus Dark Souls 2, der Schmiedehammer. Ohne Witz, ich warte doch, dass mich hier gleich die ganze Zeit irgendwas anspringt. Da liegt noch Loot. Das habe ich genau gehört. Irgendwas trampelt über mir rum. Asche einer Hülle. Okay, ich weiß, was ich darüber freuen wird. Ich ziehe gerade mal einen Ring der Opferung an, glaube ich. Habe ich keinen mehr? Oh, habe keinen mehr, wie es aussieht. Okay, dann halt nicht. Er trampelt da rum. Krone sind alle leer. Ja, aber Hauptsache die Handmaiden ist noch da. Bin ich irgendwo in der Zukunft? Ist das hier das, was passiert? Nee, eher die Vergangenheit, oder? Weil der Gaudi halt noch nicht zum befallenen Judex wurde, sondern halt noch er selber ist, quasi so. Kind of. Oder, keine Ahnung. Liegt da hinten auch was? Nee.
Ich werde aus diesem Ort nicht schlau. Wäre die nicht da gewesen, würde ich sagen, ja, das war halt irgendwann in der Vergangenheit. Aber das ergibt aus zwei Gründen keinen Sinn. Erstens, wenn das hier die Vergangenheit ist, warum sollte sie dann mich bereits kennen? Also muss es eigentlich die Zukunft sein, eher. Zweitens, wieso komme ich hinter der Arena vom verzehrten König hierhin? Weil es hier nahtlos ineinander übergeht, kein Portal oder sowas. Das ist ja, das kommt ja dazu. Das ist nahtlos ineinander übergegangen. Drittens, wieso ist da das Fragment vom Schwert, das ich aus dem Typen rausgezogen habe, dass es vorher überhaupt nicht da gewesen ist? Der Gestalt ist es eigentlich nur logisch, wenn das hier... Es spricht auch wieder zu, ich habe das Schwert hier hingebracht. Aber dann, wieso ist der Typ wieder da und wieso ist der vom Judex zum Meister geworden und nicht mehr besessen? Kommt auch noch dazu. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann aber nicht sagen, wie es sein sollte. Vielleicht weiß dieses Item hier mehr. Nee. Na dann, guck mal noch, was wir da gerade gefunden haben. Ja, das ist die Frage, wo ist denn das überhaupt? Das hier. Hab ich einen Deal bekommen. Na egal. Ich habe das zerbrochene Schwert aufgehoben vom Bonfire, aber wo ist das jetzt? Ah, hier. Fragment des gewundenen Schwertes. Zum Leuchtfeuer der letzten... Also ist das jetzt quasi... Ist das ein Heimerknochen, der sich nicht aufbraucht? Das wäre cool, wenn das so wäre. Na dann, erstmal zurück zum Firelink Shrine und aufleveln. Jetzt haben wir den Drachenatem schon, jetzt benutze ich ihn auch. So, eine Intelligenz brauche ich, ne? Very well, then take. Genau. Für mehr reicht es eh nicht als ein Level up. Ashen One. So, also Zauberei einstimmen. Hab ich, nein, hab ich nicht. So. Zeig doch mal, was du kannst. Oh, hat was. Das scheint so die maximale Reichweite zu sein. Da geht halt Wände hoch, das ist cool. Da kann man ein bisschen NPCs verarschen mit. Und kostet ziemlich wenig Mana. Ist halt langsam, also im PvP ist der nutzlos, das weiß mir auch klar. Alter, Kackfliege! So, dann soll es mal für den Part gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.